Hallo, wir basteln heute diese süßen kleinen Weihnachtskugeln, die ihr überall anhängen könnt, also vorzugsweise an euren Weihnachtsbaum, aber für ich zum Beispiel auch hier ins Fenster. Als erstes brauchen wir Figuren und wie ihr die machen könnt, habe ich euch in dem Tutorial oben unter dem i verlinkt. Dann Acrylkugeln in verschiedenen Größen, zum Öffnen natürlich. Kunstschnee oder irgendwas, was sehr leicht ist. Ein bisschen Perlonfaden und Tesafilm. Dann schneiden wir uns ein Stück Perlonfaden ab, am besten so 8 bis 10 cm. Dann legen wir den Faden doppelt, fädeln die Schlaufe einmal durch die Öse, dann die Enden wieder durch die Schlaufe und ziehen das Ganze dann an der Öse fest. Die beiden Enden kommt dann noch ein Knoten, aber ihr messt vorher an der Acrylkugel einmal aus, wie lang der Faden sein soll, damit der Schneemann auch schön baumelt. Die zwei Acrylkugeln haben unterschiedliche Ränder, da müsst ihr drauf achten, damit sie zusammenpassen. Und wir wählen die Hälfte aus, wo innen es glatt ist und oben die Kante. Den Nylonfaden dann mit Tesafilm oben festkleben. Da müsst ihr ein bisschen ausprobieren, damit der Schneemann nachher auch nach vorne guckt und nicht unbedingt zum Rand. Wäre nicht so schön. Und dann füllt ihr den Kunstschnee oder die Schneekugeln ein, so viel wie ihr gerne möchtet, damit der Schneemann auch noch gut zu sehen ist. Jetzt werden die beiden Kugelstücke nur noch aufeinander gesteckt und fertig ist eure Kugel und braucht ihr nur noch ein Band oben dran. Dasselbe mache ich jetzt nochmal mit verschiedenen Größen und verschiedenen Anhängerchen. Und wenn ihr dann genug gemacht habt, dann könnt ihr sie alle ineinander hängen, so wie ich es ans Fenster gehängt habe, weil wir noch keinen Baum haben. Oder ihr hängt sie an den Baum oder ihr hängt sie irgendwo anders an. Ihr könnt sie aber auch in einer Schale dekorieren. Ich finde, es ist eine super schöne Idee, mal Fimo anders zu dekorieren und vielleicht auch mal weihnachtlich zu gestalten. Ich hoffe, dieses kleine DIY hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne eure Meinung dazu, auch gerne Fotos oder Bilder von euren Werken. Und ihr könnt hier unter dem i noch unter weitere Videos klicken, die ich letztes Jahr gedreht habe für euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen dritten Advent und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Tschüss!